Zurück zu Let's Play, Fail, was auch immer. Und wir sind doch gerade hochgelaufen, aber naja, jetzt stellst du wieder am Ende. Das gefällt mir schon mal gar nicht. Wir sind immer noch im Turm. Also da hätte jetzt eine wunderbare Sequenz kommen können, von wie Lara aus dem Turm rausgeht. Nein, es geht natürlich weiter. Und das heißt, oh Gott, die Tiefe. Die Tiefe, Leute, die Tiefe. Es geht in die Tiefe. Ja, sehr nett. Bevor ich jetzt ins Wasser gehe, kletter ich erstmal hier hoch. Ich weiß auch nicht warum, aber das Wasser gefällt mir nicht. Es heißt ja schließlich auch die Tiefe. Und glaub mir, ich mag diese Level persönlich nicht so sehr. Ach, das war richtige Entscheidung. Hier ist ein Schalter. Okay. Dementsprechend können wir jetzt wahrscheinlich auch die Tiefe hier handeln. Oh, mal gucken, was der Schild da hier macht. Ja. Okay, aber ich will erst mal gucken, was hier unten ist. Weil schließlich muss das ja einen Sinn gehabt haben. Und wehe, wir finden hier irgendwie... Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, wir finden hier einen Sigurd. Also einen Drachen. Stattdessen kriegen wir Munition. Danke. Ja, ja. Ich frage mich auch gerade, wer da seine Munition verlieren konnte. Naja. Oh mein Gott. Ich erinnere mich an einen Level-Abschnitt. In diesem Kram hier. Oh, ich werde mich ja noch sowas von freuen. Ich hoffe, es ist nicht in diesem Level. Wo? Na toll. Ei. Wow! Natürlich, ich mache erstmal die anderen Platsch, bevor ich an euch hier denke, ne? Genau. Die machen mir alle Angst hier. Okay. Wir stellen fest, man sichert erst seine eigene Seite, bevor man irgendwo anders was macht. Ja, wir haben die Uzis. Habt ihr es gesehen? Wir haben endlich die Uzis. Ja, und was ist hier unten? Ja. Ich mag es nicht, zu viele Wege zu haben. Das macht mich verwirrend. Okay. Okay, das verwirrt mich jetzt irgendwie gar nicht. Hier kommen wir wieder hoch. Das ist ja schon mal schön zu wissen. Okay, wieder hoch hier. Ja, wir müssen jetzt sozusagen auf die andere Seite. Und das können wir nur, indem wir den Kränchen ausweichen. Aber glaub mir, das geht. Na toll. Fall um. Danke. Wo ist denn dein Freund? Hinschen. Da hinten läuft er. Komm her. Feigsau, Alter. Gut gemacht, Lara. Du standest aber eine Millimeterzentimeterchen. Ja, ich bin ja auch so gut. Du standest einen Millimeter zu weit rechts. Ich hätte noch einen Zentimeter weiter links stehen müssen. Dann hätte es vielleicht gepasst. Aber das sei nicht. Da konnte ich doch nicht meine tollen Handgelenke kaputt machen und die Kante greifen. Das ging nicht. Genau. Na komm her. Feige Sau. So, die Idee ist jetzt, dass wir darüber springen und hoffentlich nicht nochmal so viel Leben verlieren. Oh mein Gott. Uff. Okay.
Da passiert uns in der Regel nichts. Und wieder speichern. Und dann müssen wir gleich Künstchen mal fertig machen. Komm her. Oh, jetzt traust du dich, wo ich endlich auf deiner Seite bin und nicht mehr aus der Ferne angreifen kann. Das hat dir bloß nichts gebracht. Es hat dir immer noch nichts gebracht. Okay, erster Fallenraum erledigt. Die Fallen sind ein bisschen menschlicher. Oh, ich freue mich ja jetzt schon, wenn ich das hier sehe. Ich weiß nicht, wie oft ich das letzte Mal das hier gemacht habe. Und wir haben es auf der PlayStation gespielt. Da unten ist ganz, ganz giftiges Zeug. Ich kann ja erstmal den hier holen. Aha. Ja, ich speichere jetzt auf einen neuen. Also, dass die Idee dahinter ist, dass wir jetzt hier hochgehen und rechtzeitig abspringen und die Kante ergreifen. Und das passiert mir jetzt so 7, 8, 9, 10 Mal vielleicht. Aber ihr habt ja Geduld, oder? Okay, schnell weg aus dem formidalten Wasser. Und warum hat das geklappt? Ich habe doch gerade gesagt, dass das so lange dauern wird. Und was ist? Sofort geklappt. Der Körper funktioniert, Leute. Der Körper funktioniert. Ja. Das bedeutet, ich kann irgendwo ab der Hälfte rückwärts springen. Ich hätte es mir vielleicht mal merken sollen, ab wann. Ich habe keine Ahnung, ab wo. Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Ich habe keine Ahnung. Wieso heißt es eigentlich in die Tiefe, wenn ich jetzt schon wieder 10.000 Kilometer nach oben kraxel? Es ist doch echt unglaublich. Heute haben wir unsere User verarscht, indem wir das Level in die Tiefe nennen. Natürlich werden die User nicht merken, dass es in die Tiefe geht, sondern eher in die Höhe. Mensch, das wird eine Freude sein, wenn sie die ganze Zeit überlegen, warum das Level in die Tiefe heißt. Hallo? Das Level sollte in die Tiefe heißen. Genau, in die Tiefe. Oh, die wollen mich doch alle. Wollen die mich hier alle veralbern? Da liegt was, aber... Hä? Die wollen mich doch alle veralbern. Aha. Egal, wir nehmen jetzt erstmal das mit. Und wir nehmen das hier mit. Und wir nehmen erstmal Medipack. Ein kleines reicht. Und dann speichern wir erstmal natürlich auf einen neuen Slot, man weiß ja nie. Und gucken mal, was hier in der Mitte ist. Sehr schön. Ich wette mit dir, das sollte ganz anders. Also ich wette auf jeden Fall mit euch, das sollte ganz anders laufen. Wo geht es da lang? Okay, das funktioniert auch nicht. Da müssen wir wohl hier hoch. Ach, das ist eine Dingskarte. Okay. Was? Ach, du. Okay. Deshalb war hier so ein... Das heißt, wir müssen nochmal diesen ganzen langen Weg hoch. Ach, nö. Diese Folge geht ein unter. Lerma klettert eine Wand hoch, Leiter, eine Leiter hoch, eine ziemlich lange Wand hoch.
irgendwo in einem Bohrturm, in einem Level, das in die Tiefe heißt. Und sie klettert vor mit Dyke nach oben, um eine blaue Karte zu finden, wo wir noch nicht mal wissen, wo wir sie einsetzen müssen, weil wir noch nicht mal gesehen haben, dass wir sie irgendwo einsetzen müssen. So, ich speichere jetzt hier oben, dann weiß ich ja Bescheid, dass ich das... also ich muss gleich irgendwie... Ich habe keine Ahnung. Ist es vielleicht schlauer, rückwärts runter zu rutschen? Ja, ist es. Genau, pack dich gleich hin. Aha. Boah, holen wir uns mal die Karte, ne? Ach, guck mal, hier ist sogar so ein kaputtes Stückchen. Damit wir da vorne hinkommen. Utscha! Okay. Aha. Das heißt, wir müssen nochmal da lang und nochmal da hoch, weil da hinten an der Tür, das ist wahrscheinlich der Ort, wo die Karte hin muss. Das sieht aus wie ein Wassertank. Das ist so merkwürdig hier alles. Aber wenn das hier ein Wassertank wäre, dann würde das Wasser hier hochkommen. Also hier hochkommen. Und den Raum hier gleich mit befluten. Ja, vielleicht. Wäre der Raum hier aber auch beflutet sein. Was mich ja nicht überhaupt nicht stören würde. So, Lara kraxelt zum dritten Mal diese Leiter hoch. Sie hat's ja. Also ich hätte dazu keine Lust. Absolut keine. Ach ja, wir leitern uns nach oben. Leitern, gibt's es eigentlich, das Verb für leitern? Er leitert. Lara leitert. Beispielsatz, Lara leitert eine Leiter hoch. Ach ja. Das Wort heißt Leitern. Naja. Also, nochmal. So, sie hat schon den Befehl festhalten. Und nochmal den Befehl festhalten. Und jetzt sollte es aber langsam funktionuckeln. Super. So, hätte ich jetzt nicht aufgepasst, wäre ich selbst bei dieser Aktion wieder runtergefallen. Genau, da ist sie. Da müssen wir sie einsetzen. Ja, das war jetzt aber leicht. Also den Weg hätten sie uns echt ersparen können. Das macht mir irgendwie Angst. War hier nicht ein... Stimme. Leute. War hier nicht ein Flammenwerfer unterwegs? Ja, hier ist irgendwo ein Flammenwerfer unterwegs. Oh, ich freue mich jetzt schon. Warum ich das weiß? Weil ich mich hier erinnere. Da ist er. Vor dem Mann sollten wir sehr viel Respekt haben. Und immer kurz wissen, wo er ist. So scheiße haben wir. Wer hat sich den Schwachsinn hier ausgedacht? Gibt es noch einen? Und dann hat er noch nichts mehr was dabei. Aber ich konnte mich sehr gut daran erinnern, dass hier noch einer ist. Weil sobald man in Flammen steht, ist das Spiel gelaufen. Wortwörtlich so. Ja, unser Ziel ist es jetzt, hier den weiteren Weg zu finden. Wir müssen in die Mitte rein. Das heißt, die Tür kriegen wir wahrscheinlich nicht auf. Das heißt, die Tür davon auf der anderen Seite ist die einzige, die wir aufkriegen. Und wir sind wieder so ziemlich am oberen Ende des Bohrturms. Also wir sind auf irgendeiner oberen Ebene. Komischerweise. Das ist das, was mich auch immer verwirrt hat. So, und hier hinter ist jetzt ein Raum. Und den gucken wir uns als erstes an. Es bleibt uns hier auch nichts anderes übrig. Und ganz interessant, wir gehen hier übrigens an der Seite jetzt hoch. Guckt euch das an. Da gehen wir hoch. Aber das Fenster ist nicht zu sehen. Dass hier noch ein Gang ist. So ein Schwachsinn.
Ja, tolle Tür. Super Tür. Ich bin begeistert. Was hat uns diese verdammte Tür hier gebracht? Okay, ich will noch ein. Ich will gucken. Kommen wir hier durch? No. Das gibt's doch nicht. Der Typ hat da auch nichts. Guck mal, da ist noch eine Tür. Gott sei Dank. Vielleicht bringt uns die weiter. Die andere war ja eher so ein. Guck mal, hier ist eine Tür. Tür. Ja, guck mal, die geht nach unten. Uah! Okay. Ja, hier habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr zu tun. Denkt sich, bitteschön. Ja, also hier muss ich. Ich muss erstmal ein bisschen gucken. Also ich brauche auf jeden Fall die rote Karte, die da drüben ist. Und die kriege ich, indem